Einen Film zu drehen ist hart, aber es ist noch viel härter, wenn ein Schauspieler während der Dreharbeiten stirbt. Wie gehen Besetzung und Crew mit so einem schockierenden Ereignis um? Auf alle möglichen Arten, wie sich herausstellt. Dies sind die Schauspieler, die während der Produktion gestorben sind und die Art, wie ihre Filme damit umgegangen sind. Auch wenn Paul Walker sich in Hollywood mit Rollen in Filmen wie Varsity Blues und Antarktika gefangen im Eis einen Namen gemacht hat, machte ihn seine Darstellung als Brian O'Connor im Fast and Furious Franchise zu einem internationalen Superstar. Seit dem Start von The Fast and the Furious mit Vin Diesel im Jahr 2001 ist das Hot Rod Franchise des Duos mit Höchstgeschwindigkeit in die Stratosphäre aufgestiegen. Insgesamt hat das Franchise satte 5,8 Milliarden Dollar eingespielt. Die Dreharbeiten zu Furious 7 waren bereits im Gange, als Walker, 40, und sein Rennpartner Roger Rodas, 38, bei einem schrecklichen Unfall in Walkers Porsche, den Rodas fuhr, ums Leben kam. Die Produktion des Filmes kam zum Stillstand, bis Universal Pictures mit Mitgliedern von Walkers Familie sprechen konnte, die den Filmemachern schließlich grünes Licht gaben, einen Weg zu finden, Brians Geschichte zu Ende zu bringen. So wurden Walkers Konterfei und Handlungen unter anderem mit Hilfe seiner Brüder Caleb und Cody nachgestellt. Furious 7 überschritt als erster Film der Fast and Furious-Reihe die Milliardengrenze an den internationalen Kinokassen und spielte mehr als 1,5 Milliarden Dollar ein. Hey. I thought you could leave without saying goodbye. Natalie Woods Karriere umfasste den Kinderstar in dem Weihnachtsklassiker Das Wunder von Manhattan und den Erfolg als Erwachsene in Klassikern wie Denn sie wissen nicht, was sie tun und West Side Story. Tragischerweise wurde Woods Leben im Alter von 43 Jahren beendet, als sie 1983 den Science-Fiction-Filmprojekt Brainstorm drehte. Der Film stand kurz vor dem Ende seiner Produktion, als Wood, ihr Ehemann Robert Wagner und ihr Brainstorm-Co-Star Christopher Walken während der Thanksgiving-Pause einen Wochenendausflug mit dem Boot nach Catalina Island unternahmen. Ursprünglich wurde angenommen, dass Wood während der Reise versehentlich ertrunken ist. Der Fall wurde inzwischen wieder aufgerollt, ist aber immer noch nicht geklärt. Obwohl Wood Berichten zufolge die meisten ihrer Szenen fertig drehte, hatte Regisseur Douglas Trumbull, der visuelle Effekte für Filmkoryphäen wie Stanley Kubrick, Ridley Scott und Steven Spielberg schuf, immer noch Mühe, den Film fertigzustellen. Trumbull schrieb einige Szenen um und ließ andere weg, darunter eine Szene mit Wood und Walken an einem Teich. Projekt Brainstorm wurde im Herbst 1983 veröffentlicht, fast zwei Jahre nach dem Tod der legendären Schauspielerin. Shrek ist aus vielen Gründen ein Meilenstein. Unter anderem wurde er der erste Oscar-Gewinner für den besten animierten Spielfilm. Der von DreamWorks produzierte Film hat Blockbuster-Fortsetzungen, Fernsehspecials und sogar Shrek das Musical am Broadway hervorgebracht. Es ist schwer, sich den titelgebenden Ogre ohne seinen unauslöschlichen schottischen Brogue vorzustellen, dank seines Synchronsprechers Mike Myers. Oh, come on, I was just kidding. Aber das wäre beinahe passiert. Ursprünglich war Chris Farley für die Rolle des Shrek engagiert worden, doch leider verstarb der Saturday Night Live Darsteller und Tommy Boy durch Dick und Dünster 1997 unerwartet im Alter von 33 Jahren. Farley hatte vor seinem Tod noch einen Film fertiggestellt, der posthum veröffentlicht wurde. Die Abenteuerkomödie Fast Helden von 1998 mit Matthew Perry in der Hauptrolle und unter der Regie von Christopher Guest. Are you ready? Yes. Weniger bekannt ist jedoch, dass er zum Zeitpunkt seines Todes an Shrek arbeitete. Farley hatte 80-90% der Dialoge von Shrek aufgenommen, bevor er vorzeitig starb. Myers wurde hinzugezogen, um der Figur seine ganz eigene Note zu geben, und der Film wurde zu einem legendären Erfolg. Die Welt war geschockt, als Carrie Fisher 2016 verstarb. Inmitten der massenhaft kulturellen Trauer musste Star Wars Die letzten Jedi-Regisseur Rian Johnson einen Weg finden, um Leias Ausstieg aus der Serie in der Aufstieg Skywalkers in Szene zu setzen. In Die letzten Jedi überlebt die stählernde Heldin die Schlacht von Crait und schafft damit ein Dilemma, wie die Generälin des Widerstands im nächsten Film dargestellt werden soll. Regisseur J.J. Abrams griff auf ungenutztes Filmmaterial von Fisher aus Das Erwachen der Macht und Die letzten Jedi zurück, um den Star Wars-Abgesang der Schauspielerin in der Aufstieg Skywalkers zu gestalten. Diese Performance wurde durch den Einsatz von Körperdoubles und digitalen Effekten unterstützt. Am Ende überlebt Leia in physischer Form nicht, als der Aufstieg Skywalkers zu Ende ist, und schließt sich schließlich ihrem Bruder Luke Skywalker als Machtgeist an. Das war nicht das erste Mal, dass digitale Magie eingesetzt wurde, um einen Fisher-Auftritt zu kreieren. Das CGI zusammen mit einem Fisher-Körper-Double für eine entscheidende Szene am Ende von Rogue One, A Star Wars Story verwendet wurde.
Der Schauspieler Vic Morrow und zwei Kinderdarsteller kamen 1982 bei den Dreharbeiten einer Hubschraubersequenz für unheimliche Schattenlichter ums Leben. Morrow spielte einen Fanatiker namens Bill Connor, der eine Kostprobe seiner eigenen Medizin bekommt. Erst landet er im KKK-verseuchten tiefen Süden der 1950er Jahre, wo er den Rassismus durch die Augen eines Afroamerikaners erlebt, der gelyncht werden soll, und dann landet er in Deutschland als jüdischer Mann, der von den Nazis ergriffen wird. Im Film fehlt eine Szene, die in Vietnam spielt und in der Bill ein paar vietnamesische Kinder während eines Luftangriffs der amerikanischen Streitkräfte retten sollte. Tragischerweise stürzte der Hubschrauber, der für die Szene flog, ab und tötete den Schauspieler und die beiden Kinder auf der Stelle und verletzte alle anderen an Bord. Obwohl Unheimliche Schattenlichter insgesamt 4 eigenständige Geschichten enthält, wurde der Film natürlich von der Tragödie überschattet. In einem anschließenden Prozess wegen fahrlässiger Tötung wurde der Regisseur John Landis und andere von den schwersten Vorwürfen freigesprochen, während eine Zivilklage gegen Warner Brothers und Landis außergerichtlich beigelegt wurde. John Candy war ein beliebter Schauspieler, der die Herzen des Publikums auf der ganzen Welt mit einer Reihe von Hitfilmen wie Ich glaub, mich knutscht ein Elch, Mel Brooks Spaceballs, Allein mit Onkel Buck, Kevin allein zu Haus und ein Klassiker zu Thanksgiving, Ein Ticket für zwei, eroberte. Der 43-jährige Candy war ein zuverlässiger Schauspieler, der im Laufe seiner Karriere ständig arbeitete. Er arbeitete gerade an der Western-Komödie Wagons East in der Nähe von Durango, Mexiko, als er am Set zusammenbrach und im März 1994 an einem Herzinfarkt starb. Die Dreharbeiten zu Wagons East wurden mit Statisten und speziellen visuellen Effekten abgeschlossen, aber der Film war letztendlich zum Scheitern verurteilt. Er wurde von den Kritikern verrissen und markierte ein unzeremonielles Ende von Candys ansonsten brillanter Karriere. You gimpy old drunk. Ma'am? Dennoch glänzt Candys Darstellung als betrunkener Fuhrmann, der eine Gruppe von Siedlern zurück in den Osten bringen soll, mit unbestreitbarem Talent. Oliver Reed spielte Proximo, einen Gladiatorentrainer und Mentor von Russell Crowe's Maximus in Gladiator. Obwohl Reed eindeutig ein Nebendarsteller war, gibt es keine Frage, dass er eine starke Präsenz hat. Reeds plötzlicher Tod an einem Herzinfarkt im Alter von 61 Jahren während einer Drehpause im Mai 1999 war ein schwerer Schlag für die Produktion. Da Regisseur Ridley Scott nicht bereit war, Reeds Rolle neu zu besetzen, wandte er sich an seine Assistenten für visuelle Effekte für Hilfe. Dafür das Kolosseum bereits CGI eingesetzt wurde, entschied sich Scott, die Technologie zu nutzen, um Reeds Gesicht digital auf einem Statisten zu legen, um eine entscheidende Szene zu vervollständigen. Da es sich um das Jahr 1999 handelte, war die Idee, einen Charakter in irgendeiner Form digital nachzubilden, noch relativ neu. In der Tat war dies erst das zweite Mal in der Filmgeschichte, dass diese Technik verwendet wurde. Scott verwendete Körperdoubles für andere Szenen, darunter Proximus' Todesszene, in der er nur von hinten gezeigt wird. Der verstorbene Schauspieler wurde von der British Film and Television Academy mit einer BAFTA-Nominierung als bester Nebendarsteller belohnt. Brandon Lee starb tragischerweise während der Dreharbeiten zu The Crow, Die Krähe, am 31. März 1993, im Alter von 28 Jahren. Als einziger Sohn der Martial-Arts-Legende Bruce Lee stand er kurz davor, mit The Crow, Die Krähe, ein Superstar zu werden. Traurigerweise würde die Leinwandgeschichte von Eric Draven, einem Mordopfer, das zurückkommt, um sich an seinen Mördern zu rächen, Lee selbst zum Opfer eines tragischen Unfalls machen. Lee verlor sein Leben während der Dreharbeiten zu einer Szene, in der Funboy, gespielt von Michael Massey, Draven in einem Türrahmen begegnet und eine Waffe auf ihn abfeuert. Die Waffe sollte eigentlich eine Platzpatrone abschießen, aber durch eine Laune des Schicksals wurde versehentlich ein Projektil abgefeuert, das Lee in den Unterleib traf. Er starb 12 Stunden später. Anstatt den Film auf Eis zu legen, machte Regisseur Alex Proyas mit der Fertigstellung des Films weiter. Die Szenen des Schauspielers wurden mit digitalen Effekten und Lee Stunt-Double Chad Stahelski, der später die ersten 3 Kapitel der John Wick-Reihe inszenierte, fertiggestellt. Während mehrere Fortsetzungen und eine TV-Serie folgten, waren die Versuche, das Franchise mit Draven als Hauptfigur neu zu starten, erfolglos. Der Tod von Heath Ledger im Alter von 28 Jahren sandte Schockwellen durch die Branche. Die Fans spürten die volle Auswirkung seines Verlusts, als 7 Monate später The Dark Knight Premiere feierte, mit Ledgers ikonischer Interpretation des Jokers. Doch sein letzter Film war Das Kabinett des Dr. Parnassus. In der Rolle des Trickbetrügers Tony Shepard für Das Kabinett des Dr. Parnassus war Ledger eine Schlüsselrolle dabei, dass der Film grünes Licht bekam. Anstatt mit Hilfe von Technologie zu versuchen, einen digitalen Tony zu erschaffen, entschied sich Regisseur Terry Gilliam dafür, Tonys wechselndes Aussehen in den Film zu integrieren. Als Ergebnis benutzt Tony das magische Kabinett, um sich
sich in drei verschiedene Iterationen seiner selbst zu verwandeln. Zum Glück für Gilliam standen mit Johnny Depp, Jude Law und Colin Farrell drei Hochkaräter zur Verfügung, um Tony im mystischen Reich zu spielen, während Ledger die Figur in der realen Welt repräsentiert. Körperdoubles halfen Gilliam dabei, Ledgers Rolle dort abzurunden, wo ein Fill-in benötigt wurde. Und am Ende wurde der Film von einer 30 Millionen Dollar Produktion, die Gefahr lief, auf Eis gelegt zu werden, zu einem bescheidenen Hit, der weltweit mehr als 64 Millionen Dollar einspielte. Schaut euch eines unserer neuesten Videos direkt hier an. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über eure Lieblingsschauspieler. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein einziges Video mehr verpasst.